Und wieder herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Unwrapping Christmas. Und zwar spielen wir das Ganze nicht nur alleine, sondern da drüben haben wir noch den Stevie mit dabei. Hallo Steve. Grüß euch alle miteinander. Und wir gucken jetzt mal in Unwrapping Christmas rein. Yeah. Lass uns Weihnachten auspacken. You play as a man named Luke that bought a small cabin in the middle of the forest in California, USA to spend more time in the nature. Luke loves nature, animals and going on trips. Hört sich ein bisschen an wie eine komische Beschreibung, aber okay. He only has a brother that lives in the city and hasn't seen him for a long time. His parents both died in a car accident when he was 16. It is Christmas night and you are getting ready for Christmas. Okay. Also, wir spielen so einen Eremitenfatzke, der irgendwie eine Hütte im Wald hat irgendwie und unser Vater ist gestorben, als wir 16 waren. Das ist ja schlimm. All the ornaments from the computer. Okay, wir müssen erstmal unser Desktop aufräumen. Wir können Gitarre spielen? Da weiß ich doch ganz genau, dass das Video geklemmt wird. Das wird leider sein, ja. I just bought this cabin in the forest to spend more time in the nature. The area around creeps me out sometimes, but I enjoy spending the winter in this cabin. I am so happy that Christmas is coming. Okay. Das gute Windows 95. Ah, schön, das ist das Beste. Ich wollte eigentlich das Radio ausmachen. Nein, du bist auf dem Radiosender Nummer 1. So, was soll ich jetzt hier machen? Das ist shoppen gehen. Ja, wir nehmen hier Dista, Dista und Dista. Ah, wunderbar, schön. Erstmal ein bisschen Deko kaufen, so muss das sein. Checkout. Okay. Wir haben 447 Dollar ausgegeben? Ja, es ist ein schöner Weihnachtskranz und eine schöne Girlande. Und die Weihnachtsmütze ist aber schnell mit Mega-Eilieferung. Oh Gott. Hey, und da ploppt alles plötzlich raus. Wunderbar. Dann lass uns doch mal den Kranz aufhängen. Wo denn? Da vorne. Ach, da. Oder da. Da in der Ecke? Okay. So, die Girlande. Wo wollen wir die hinhängen? Da. Okay. Hängen wir die da an. Das sieht gut aus. Was war denn das gerade? Achso, der Fernseher. Okay, wo muss ich die Fernseher? So, und die Weihnachtsmütze, die gehört eigentlich auf unseren Kopf. Eigentlich ja. Aber? Aber sie gehört auf den Tisch. We have to go to sleep soon. Ja, ist ja auch schon eine Menge gemacht heute irgendwie. Können wir noch was kaufen? Ja, nur, wir könnten jetzt nochmal einen Kranz kaufen, um den da irgendwie hinzuhängen, glaube ich. Würde ich gut finden. Wir haben jetzt zwei Kränze gekauft. Und sie kommen nicht. Okay. Doch, ja, doch. Das sieht gut aus. Flupp. Ja, okay, ich muss jetzt mal bald schlafen gehen. Es ist ganz schön spät schon. Ah, hier. Ach so. Könnte ich eigentlich auch einfach die Musik ausmachen? Kennst du das eigentlich, wenn nebenan Musik läuft? Ich finde das ultra entspannt. Okay, wir gehen schlafen. Oh. Aber die Musik ist weg. Ja, das ist Akku leer. So. Okay. Das gucken wir uns jetzt an bis 8 Uhr morgens. Können wir irgendwie jetzt aufstehen? Kannst du das beeinflussen, wann wir aufstehen? Nö. Okay. 2:30 Uhr. 2:31 Uhr. I don't want to sleep now. Sind so bockig. Ich will jetzt nicht mehr schlafen. So, investigate the sound coming from outside. Oh, is Santa is coming? Da hätte ich jetzt ja, also da hätte ich gar keine Lust drauf, war mitten in der Nacht jetzt mal rauszugehen. Oh, was ist das? Jetzt leuchtet green. Aha, okay. Hey, hey. Was? Was war das? Weiß ich nicht. We going outside. Resident Evil, Alter. Schöner Kniefall. Gefällt mir. Großartig. Investing the sound coming from outside. Also hier hat er jetzt jemand reingelullt. Ja. Aber ich höre nichts. Schön, es hat geschneit in Kalifornien. Wunderbar. Schneidet eigentlich in Kalifornien? Glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. It never snowed in California. Habe ich jetzt was verpasst? The girls don't be born, ja.
Muss ich jetzt irgendwie... Ich hätte gedacht, ich muss ums Haus rennen. Ich glaube, wir müssen investigate the sound. Wir müssen erstmal schauen, glaube ich, kommt irgendwo da vorne die Stoffart. Ist das a package? Nein, ist der Baumstumpf. Hören wir denn irgendwo einen Sound auf irgendeiner Seite? Dass wir in die Richtung laufen? Also ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Also außer unsere Fußspuren, also, ne? Mhm. Knus, knus. Okay, dann gehen wir wieder rein. Kann ich nicht. Können wir nicht. Kann ich dann einfach hier rein? Einfach den Weg lang? Klingt erstmal nach einem Plan. Oh, wo ist das? Wegschild. Okay. Looks like there are some steps on the ground. Was ist das dunkelgrau da auf, oder was? Ach, da. Ah, da. Ah. Rotwild hat sofort erkannt. Okay. Dann folgen wir mal den Steps on the ground. Soweit wie wir können. Steht denn hier was? I found a present next to my tent. It had a note that said, open. I found a weird looking Santa hat. What the? Santa Josh. Was denn für ein Zelt? Warum haben wir denn jetzt hier draußen noch ein Zelt? Ja, ist eine gute Frage. Also, unsere Bude steht ja in greifbarer Nähe, da stellt doch kein Zelt hier hin. Schnell los. Aber das waren ja anscheinend nicht wir, war ja Santa Josh. Ah. Aber, wie geht's jetzt hier weiter? Hier durch? Ah, ist eine leichte Schneewehe. Okay. Sind wir jetzt hier noch auf dem richtigen Pfad? Ja, sind wir. Warum? Steps appear to leading into the woods. Gut, dann gehen wir halt in the woods. Oh, so ein schöner. Ein schöner Spannweite hat der Kleine. Wir gucken mal. Ah, oh no! Rudolf! Is that the dead reindeer? Reindeer? It seems like the storm is getting stronger. It should return soon. Na dann, gehen wir doch wieder. Können wir hier Geschenke noch mitnehmen? Ja, komm, lass doch mal Geschenke mitnehmen. I can't use it for some reason, okay? Ja, es steht auch Josh Miller dran. Das ist halt, der Ersatz. Bitte. Oh, oh. Oh, what is happening? Okay, Bäume fallen um. Macht mal. Schön, schön. Ich versuche wieder nach Hause zu kommen. Irgendwie. Schau dich mal kurz um. Sind wir gerade an der Straße? Haben wir gerade eine Straße hier kurz? Nee, haben wir nicht. Okay, gut. Dann mal weiter. So ein bisschen mehr, so 1-2 Uhr. Warte mal, stopp. Kurz nach 9 Uhr schauen. Geh mal an den Baum vorbei. Stopp. Jetzt geradezu. Entweder war gerade eine Schnee. Da ist das Haus. Wo siehst du denn dein Haus? 10 Uhr. Ach da. Ah. Okay, ist ja gut. Lassen Sie mich durch. Ich bin Hausbesitzer. Da hört man immer öfters in Restaurants. Lassen Sie mich durch, ich bin Hausbesitzer. Okay. Oh, wir haben was Schönes in der Mikrowelle. Was haben wir denn da? What is it? Ja. Und was ist mit unserem Windows 95 passiert? Ja, ist zu viel YouPorn. Ich dachte, die Mikrowelle wäre fertig, aber gut. Nee, wir gehen einfach schlafen. Wir kümmern uns nicht darum. We go to sleep. Ist einfach total ignoriert irgendwie. Ja. Schlafen. Egal. Viel besser. Look under the Christmas tree. Oh, einfach Geschenke mit Herz. Ending 1. The alone ending. This is what you deserve, my
Was, Precious? Randir is dead. Your brother might as well join him. Please, what? You will all join them eventually. Don't worry, it's just a matter of time. 1 year and everything will be over, my friend. Santa Josh. Na toll! Tja, na, das war ja eine Bescherung. Ja, Leute, wenn ihr Lust habt, dann würde ich sagen, ihr entpackt einfach euer Weihnachtsgeschenk irgendwie. Schreibt unter das Video, was ihr schönes bekommen habt in den Geschenk. Vielleicht wart ja nicht ein ekelhaftes, riesengroßes, pochendes Herz. Wir werden es wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet bei uns auf Benny und Steve. Bis dahin. Ho, ho, ho. Tschüss.